Okay, neun Postgres-Features, die ich ganz früh gehabt hatte. Also ich rede Deutsch, die Slides sind Englisch. Das sollte irgendwie das Beste sein für beide. Ja, das bin ich. Ich komme aus Wien, bin außerdem von Bicycle PM und gleich mal interessant, ich habe diesen Vortrag das erste Mal bei der Postgres-Konferenz gehalten und habe den dort verwendet, um, wie der Salvo heute schon gesagt hat, quasi ein paar coole Perl-Features außerhalb der Perl-Community zu promoten, so wie das hier zum Beispiel, was ja Valid Perl-Code ist. Okay, also in diesem Vortrag zeige ich ein paar Real-Life-Examples von irgendwelchen blöden Sachen, die ich in den letzten paar Jahren so gemacht habe und irgendwelchen Möglichkeiten, wie man das ein bisschen cooler machen kann, wenn man Postgres kennt oder kennen würde, mit ein paar coolen Postgres-Features. Okay, es sind alle möglichen, geht kreuz und quer, leicht, einfach, kurz, lang, müsst halt schauen. Also vielleicht ab und zu mal kurz hinschauen, wenn ihr dazwischen eingeschlafen seid. Oder zu abgelenkt seid von dem Laptop vor euch oder so. Okay, Connecting nach Postgres. Also Postgres hat einen Haufen verschiedener Arten, wie man sich zum Datenbankcluster verbinden kann. Und es hat sehr fein, wie sagt man da, fine-grained Access-Control-Methoden. Also man kann relativ genau definieren, wer was darf. Mit dem Grant-Command kann man sagen, okay, diese User auf diesem Schema, diese Tabelle, diese Column löschen, bearbeiten, selecten, was auch immer. Ja. Das ist ganz cool. Unlängst habe ich, also unlängst schon ein paar Jahre, habe ich ein Projekt geerbt, das Postgres verwendet und ich habe es einmal versucht, mit mir zu starten und so und schau mal, okay, wie komme ich da überhaupt zur Datenbank? Also greife ich mal nach diesem Zeugs im Source Code und fange gleich einmal an mit, wow, so einem Scheiß. Ja. Hardcoded Username, hardcoded Passwort, hardcoded IP-Adresse, alles, was man nicht machen soll. 101 Mal. Ja. Yay. Also das ist horrible Programming, das sieht, glaube ich, jeder. Das folgende Pattern ist ein bisschen weniger horrible. Also man packt das Ganze mal zumindest in eine Klasse hinein. Also man macht irgendwie eine Klasse, hat irgendwie UseDBI oder was auch immer, hat eine Methode, die ein Database-Handle zurückgeben soll. Und dann vielleicht noch ein paar andere Funktionen, die halt irgendwie auf irgendeine Art und Weise ermitteln, was gerade in diesem Environment, wo ich gerade bin, der aktuelle User, Name, Datenbank und so weiter ist. Was ich weiß. Und dann in irgendeiner Package, wo ich das verwende, also irgendein Code, sage ich, ich möchte dieses Modul verwenden, hole mir von dort ein Database-Handle und mache dann mein Datenbankzeugs. So mehr oder weniger solche Sachen habe ich irgendwie seit ewigen Zeiten verwendet, funktioniert ganz gut. Ich kann verschiedene User, verschiedene Passwörter verwalten, verschiedene Environments, also auf Testing, Stage, Development, lokaler Laptop, wo auch immer. Nett. Aber es ist immer noch eine Verbindung, also die gesamte Applikation verwendet immer noch eine Datenbankverbindung mit einem Set of Grants sozusagen. Ja. Das heißt, ich verwende immer noch nicht diese feingliedrigen Access-Control-Methoden, die mir Postgres bietet. What a waste. Und dann habe ich about pgservice.conf gelernt. Also das ist mal das erste coole Feature. Offiziell ist der Connection Service File. Ist einfach eine Datei, die liegt im Home-Verzeichnis normalerweise oder wo auch immer. Ini-File und da drinnen definiere ich einen Namen, irgendein Ding, kbsatz zum Beispiel und kann dann hier alle möglichen Key-Value-Paare definieren, die halt da verwendet werden, um sich zur Datenbank zu connecten. Verwendung ist dann im Prinzip so ähnlich, anstatt dass ich dieses Zeug hier mache, habe ich dann einfach einen Service, also ich sage dbdpgService und den Namen von diesem Service, das ich verwenden mag. Kann wiederum eine Methode verwenden, die zum Beispiel sagt, okay, if han is active, verwende das Test-Service, sonst verwende das normale Service. Und dann hätte ich zum Beispiel zwei verschiedene Einträge in meiner PG-Service-Conf, um mich zu verschiedenen Datenbanken zu connecten. Das ist schon mal ganz cool. Also auch verschiedene User, was auch immer. Cool wird es dann, dass ich dann zum Beispiel am Staging-System habe ich ein anderes File liegen mit anderen Datenbankverbindungen, anderen vielleicht mit auch, ups, hey, ach, wo ist denn den Dings? Ja. Genau, also mit anderen Datenbanknamen, anderen Usernamen, vielleicht ein Passwort und so Zeugs. Das ist ganz cool. Ja, also ich muss das, hab das alles überhaupt nicht mehr im Source Code, sondern das ist irgendwo anders. Wird mit Ansible ausgespielt, whatever. Das heißt, wir haben jetzt eine relativ schöne, einfache Trennung, was wir, also wie wir uns connecten wollen und also zu was, also was für eine Rolle ich mich connecten mag und wie ich mich mit dieser Rolle connecten mag. Und im Applikationscode muss ich nur den Service definieren. Und im PG-Service sage ich dann, wie dieser eine Service sich auf dieser konkreten Maschine zur Datenbank connected. Das heißt, jetzt kann ich Postgres und dieses ganze feingliedrige Zeugs auch verwenden. Ich kann zum Beispiel sagen, dass jedes Programm, jedes Skript, jedes Conjob, jeder Daemon hat jetzt irgendwie seinen eigenen Service-Namen und den define ich dann in pgservice.conf und fertig. Zum Beispiel so, ja, also ich habe jetzt hier eine DB-Service-Methode, die hat irgendeinen Basisnamen. Wenn es ein Test ist,
hänge ich Underscore-Test dran, sonst nehme ich zum Beispiel $0, das enthält den Namen des aktuellen Programms, wie wir heute auch schon mal gehört haben im Pulse-X-Vortrag. Also sowas zum Beispiel, verschiedene Skripts, ein bisschen Regular Expression, um das ganze grausige Zeug wegzutun, damit im Endeffekt sowas übrig bleibt. Und dann konkretiere ich das zusammen, habe dann solche Sachen und kann dann sozusagen am Live-System zum Beispiel für die Web-App das definieren, am Laptop was anderes und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt eine andere Applikation habe, also zum Beispiel das Web-App darf alles, immer noch nicht sehr toll, aber okay. Aber da gibt es eine Generate-Report-Funktion, die muss nur lesen zum Beispiel, hat keine Schreibrechte, die verwendet den User-Generate-Report, dann kann ich in der Datenbank sagen, Generate-Report darf nur selecten und Insert und Update auf diese eine Tabelle machen und fertig. Und jetzt habe ich sozusagen eine sehr schöne Trennung zwischen diesen verschiedenen Dingen. Das heißt, pgservice.conf macht das Connecten von der Applikation zur Datenbank einfach und sauber und ich kann auch die sehr fein einstellen, wie und was passieren soll. Ziemlich cooles Ding, finde ich. Okay, zweites Beispiel, Correcting Ownership. Immer noch dieses alte Projekt, das ich da geerbt habe. Alles in dieser Datenbank gehört diesem einen komischen User. Ja. Das ist ein bisschen mühsam, weil ich mag keinen User Hans in meiner Datenbank haben. What? Also ein bisschen sinnvoller machen. Jetzt könnte ich natürlich irgendwie hergehen und lauter solche Sachen generieren. Eins für jede Tabelle, eins für jedes Sequence und für alle anderen Sachen, die geownt werden können, ist irgendwie fad, mühsam. Ich könnte natürlich jetzt sagen, okay, cool, Postgres hat irgendwie Inspection-Methoden, das heißt, ich kann irgendwie die Tabellen selektieren, also ich kann mir in der Postgres das Schema von den Tabellen auslesen und das irgendwie Meta-Programming-mäßig lösen. Schon auch ganz cool, ja. Aber bevor ich sowas mache, google ich mal und habe einen Stack Overflow losgefunden für dieses Ding hier. Und da gibt es diese coole Sache, Reassigned Owned by Old Role to New Role. Das heißt, das war alles, was ich machen musste. Fertig. Großartig. Also sehr cool. Ja. Kleinigkeit, aber ganz nett. I suck at typing. Okay. Also ich tippe wirklich schlecht. Ja. Das heißt, ich musste ganze Backspace und so weiter und so machen, wenn ich mir eine Queries type. Das ist okay bei kurzen Queries, aber bei langen Queries wird das ein bisschen mühsam. Also bei sowas hier, ja. Sieht man sofort, dass da ein Typo drin ist irgendwo und ein paar Cs zu viel. Shit, komme ich jetzt nachher drauf, wenn in Postgres sagt, ah, gibt es nicht. Super, soll ich jetzt 250 Mal Backspace oder links? Nein, es gibt Backslash E im Postgres, in der Shell quasi. Damit kann man das letzte Statement in einem beliebigen Editor aufmachen. Also Vim, logischerweise. Das heißt, anstatt dass ich da jetzt irgendwie meinen Arrow Key herum Hämmer und irgendwie hingehe, mache ich einfach Backslash E, Substitute CTC mit CC, Quit, fertig, danke sehr. Ja. Ist ganz cool. Also sehr angenehm, vor allem wenn man halt irgendwie größere Queries hat, da muss man nicht auch die Blöden in einem Texteditor machen und drüber copy und pasten oder irgendeinen Scheiß. Nein. Hat die Postgres-Shell eingebaut. Okay, nächstes Thema, from to dates. Relativ oft habe ich das Problem, dass ich irgendwie Daten halt auf einen Time-Range einschränken muss, ja. Hier ist ein Beispiel, wo wir Terms in unserer Datenbank speichern, also User Agreement Terms sozusagen, also eine Tabelle, wo ein Term gespeichert wird, hat eine ID, hat irgendeinen Namen, eine Version, einen Text, also ja, ich stimme zu, dass ich meine Seele an euch verkaufe und ihr mich zuspammen dürft bis ins Ende aller Ewigkeit oder nicht bis ins Ende aller Ewigkeit, sondern halt nur in diesem Zeitraum, also in diesem Zeitraum gilt dieser Set von Terms und wenn die Firma dann sagt, okay, wir wollen jetzt nicht nur die Seele, sondern auch die Kinder haben, gibt es eine neue Version von den Terms mit neuen Valid From, Valid Until Dingen und wenn die User sich einloggen, müssen sie halt nochmal neu zustimmen. Ja. Okay, also da gibt es Valid From, Valid Until, Timezone, ja, Timestamp with Timezone. Meistens ist relativ klar, ab wann ein Term valid ist, nämlich halt ab jetzt, wenn man ihn angelegt hat. Ja. Aber wir wissen nicht genau, wann er aufhört, ja, weil halt wenn irgendjemand weit oben sagt, so, ich möchte jetzt meine Terms ändern, dann kriegen wir die Meldung, okay, ab jetzt gelten die Terms nicht mehr. Also wir können jetzt Null verwenden, um ein Unknown End Date zu spezifizieren. Ja, das macht allerdings die Queries wahnsinnig mühsam, weil da muss ich immer OR und Null sagen, also grauslich. Wir können ein Datum weit in der Zukunft verwenden, ja, sowas wie 2100. Das ist wieder eine einfache Query, ich sage einfach, gib mir alle Dinge, wo Valid Until ist größer als Now. Ist ganz schön, aber natürlich, was passiert, wenn ich bis zu diesem Datum leben sollte? Ja? Habe ich echt keine Lust, dass mich ein Kunde anruft auf meiner Neujahrsparty, vor allem wenn ich dann noch 124 Jahre alt bin, ja, habe ich anderes zu tun, als Datenbank zu debuggen, hoffentlich.
deswegen gibt es Infinity. Ja, also Infinity, nicht so, wie man sich auch sieht. Ganz lustig. Postgres kann man die Time Fields mit Infinity definieren und minus Infinity für halt lange, lange her. Schaut so aus, also valid until times with times on default infinity. Das heißt, die ist einfach für immer gültig. Ja. Jetzt kann ich wieder eine ganz einfache Query machen und sagen, valid until ist kleiner als now, also größer als now, je nachdem, was ich gerade will. Und fertig. Sehr nett. And it'll work forever. Mal schauen. Ja, okay. Querying diese from-to-dates ist natürlich auch ganz lustig. Also jetzt die tatsächliche Query, die wir verwenden, um rauszufinden, welche Terms gerade richtig sind, ist ein bisschen komplizierter. Oder so irgendwas. Ich möchte haben die Terms, die, wo valid from kleiner als now und valid dann viel größer als now. Und das ist irgendwie Ort, ist es so rum oder so rum? Und irgendwie, also dafür bin ich zu blöd, mir das zu merken, wo die größer kleine Zeichen hinzeigen sollen, ob das now links oder rechts steht. Ja, ist ein bisschen nervig. Deswegen gibt es in Postgres dieses coole Ding between. A ist between x und y. Das ist im Prinzip das gleiche wie a größer als x und a kleiner als y. Und das geht eben auch für Datum. Das heißt, ich kann machen, gib mir alle Terms, wo der Term where now is between valid from and valid until. Also man kann das auch umdrehen. Ja? Also man kann auch sozusagen das now auf der linken Seite haben und dann die Fields in der Datenbank auf der rechten Seite. Oder, ja. Und das ist, finde ich, sehr schön zu lesen, viel angenehmer und einfacher. Hätte ich auch gerne schon früher gewusst, ja? I have no idea. But I guess. So, yeah. Okay, CSV-Exporte. Manchmal fragt irgendein Kunde, möchte ich mich Daten als CSV-Dings haben? Ja? Dann schreibt man halt schnell ein Skript, das irgendwie das ganze Ding macht, CSV exportiert, bla 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 und so. Also das habe ich oft gemacht. Sorry, ich war jung und brauchte das Geld. Viel cooler ist natürlich Copy as CSV. Also Copy, irgendein Select-Statement, das kann natürlich auch elendlich lang sein. To, bla bla bla, Format CSV. Habe ich ein fertiges CSV-Datei, großartig. Und ich kann es dann auch noch ein bisschen sozusagen improven mit, dass ich einen Delimiter machen kann oder sagen, ich möchte noch einen Header ausgegeben haben und so weiter und so fort. Ja, also wesentlich einfacher und angenehmer, als da immer ein blödes Skript zu schreiben. So gerne ich Perl schreibe, es ist echt fad, zum 20.000. Mal ein blödes CSV-File erstellen. Ja. Das geht, glaube ich, nur ins Dateisystem und man braucht auch, also das kann man als normale User normalerweise nicht machen. Da muss man meistens ein Postgres-Super-User sein, um das machen zu können. Dann connecte ich mich halt meistens sozusagen mal manuell mal kurz als der User und mache das. Ja. Also die Selektion kannst du schon machen, nur dass du als normaler User darfst halt nicht, also lass dich Postgres nicht die Daten raus und reinlesen. Oder du gibst dir mal kurz irgendeine Rolle. Ich glaube, du brauchst dann die Super-User-Role, damit du das machen kannst. Okay, wieder ein bisschen was Komplizierteres. Job-Queues und Event-Notifications. Früher oder später muss man irgendwas machen, was lange dauert. Ja? Also irgendwelche komplizierteren Sachen. Und der User mag jetzt nicht die ganze Zeit vor diesem Ding stehen und warten, bis die Antwort kommt. Oder der Web-Proxy. Also ladet man das Ding zu einem externen Programm ab, sagt dem User, hey, warte ein bisschen, ja, macht einen Job und wartet halt, bis das Ding ist. Oder man fragt, hey, sind wir schon da? Alle paar Minuten. Und irgendwann ist das Ding halt fertig und dann sagt man dem User, hey, hier hast du dein Ergebnis. Ja. Ja, 0815 Zeugs. Da wir jetzt inzwischen schon in der Zukunft leben, also haben wir viele tolle Tools und Frameworks, die das machen können. Ja, also EMQP, RabbitMQ, Redis, Kafka, 100.000 andere Sachen. Aber manchmal mag man nicht noch ein Stück in deinen Jenga-Tower-Architektur hineinschieben, sondern du hast eh eine Postgres, also verwendet mal die Postgres als Job-Queue oder implementiert eine Job-Queue in der Postgres. Also man macht irgendeine coole Tabelle, irgendeinen Job mit einem ID, irgendeinen Namen, irgendwelche Argumente, was auch immer, hat dann so ein paar Flags, is running, is finished, has error, und eine Fehlermeldung. Also eine einfache Tabelle. Und insert dann einen Job in diese Tabelle, also ich möchte jetzt bitte hier die 123. Fibonacci-Nummer ausrechnen. Hat er nachher irgendeinen Worker, der dann sich das halt runter oder wie das? Genau. Also gib mir bitte alle Jobs, die nicht running sind und die nicht finished sind. Hol dir die ganzen Jobs. In der Datenbank aktualisiert den Job auf jetzt ist er gerade laufend. Running is true. Mach halt, was auch immer du jetzt machen musst. Also geh hin und rechne die blöde Fibonacci-Zahl aus. Und wenn du fertig bist, sag, okay, dieser Job ist jetzt fertig, danke sehr.
ist finished, also ist running false, finished true, damit halt der nächste, damit er nicht nochmal kommt. Das ist ganz nett, aber es ist halt wirklich, boah. Also erstens, keine Transactions sind da drinnen, es sollte irgendwie forken, sobald man mit Forken und Transactions anfängt, wird es irgendwie mühsam im Updaten von dem Job Row und so. Also, ja. Vor allem mit Postgres ist das coole Feature Notify. Ja. Das ist ein sehr einfaches Notification-System. Das kann man zum Beispiel verwenden, um Job-Queues zu implementieren oder was auch immer. Das ist einfach ein Postgres, so wie Select, sagst du Notify, gibst einen Namen und irgendeinen String und das ist dann eine Notification. Und ich kann sagen, irgendwo anders sage ich Listen und kriege dann diese Notification. Also ich sage, okay, Notify auf der Jobs-Queue und Listen Jobs. Und dann kriege ich so irgendeine Botschaft. Also das macht jetzt die Postgres-Shell, gibt das so aus. Ja. Also kriegst du im Prinzip die, habe ich das aufgemalt? Nein. Wurscht, also du kriegst halt dieses Event. Und ein einfacher Worker in Perl wird so ausschauen, also ich sage einfach dbdo listen auf dieser Jobs-Tabelle und dann rufe ich PG Notifies auf, was von dbd PG ist und das gibt mir halt dann diese Notifications daher. Das ist eine Array-Ref mit dem Namen der PIT und der Payload und dann mache ich halt meine Hopser, meine Arbeit. Ein Nachteil von dem im Vergleich zu dem, was ich vorher gezeigt habe, ist, dass es einfach total ephemer ist, wie das so schön heißt. Also es wird nichts gespeichert. Wenn niemand listet, ist dieses Event einfach weg. Also das passiert und es wird nirgendwo zwischengespeichert. Gibt keine Fehlermeldungen, gar nichts. Es ist shoot and forget. Ja? Einfach ein Publish. Es gibt ein Perl-Modul, das heißt Job Machine. Das verwendet dieses System und macht auch noch irgendwie Error Reporting und Liste von alten Jobs und so. Ist ganz nett, ich habe es bei einem Projekt verwendet, straightforward und wesentlich angenehmer als da blöd mit diesen Jobtabellen rumzutun. Und verwendet eben dieses PG Notify. Dann noch ein zweites Beispiel, also dazu ein bisschen mehr Perl-Code herzuzeigen. Also was ein Microservice-Projekt, wo wir irgendwie mehrere Datenbanken gehabt haben. Und wenn ein Field in einem Service in einer Datenbank getoucht wurde, musste das irgendwie ins andere rüber synchronisiert werden. Das heißt, wir haben da ein Ding in dieser einen Datenbank mit irgendwelchen Feldern, also irgendwie ein Modify-Datum und ein Type. Was ich jetzt in diesem Vortrag nicht erwähne, aber was auch extrem großartig ist, aber das habe ich schon gekannt, nicht gekannt, aber vielleicht kennst du es nicht, ist das JSON-B. Also es ist wirklich immens großartig. Also Postgres kann jetzt JSON-Felder, also JSON-Datenstrukturen quasi mehr oder weniger tief speichern und auch ziemlich cool abfragen. Das heißt, man kann eine Postgres seit einiger Zeit schon wirklich einfach auch als Document Store verwenden, wie MongoDB oder sowas, nur dass man auch gleich eine richtige Datenbank dabei hat und nicht noch ein crap anderes Ding in seinen, wie gesagt, Jenga Tower dazu packt. Okay, wurscht. Also wir haben hier irgendein Ding. Und dann habe ich hier eine Function in der Postgres, also eine Notification-Function, die einen Trigger zurückgibt und die schaut innen drin und so aus. Also das wäre eine ganz normale Postgres-Function, wo ich sage, okay, wenn der Operator ein Delete war, also wenn das, was hier auf dieser Tabelle passiert, wenn ein Delete war, dann mache ein Notify auf der Queue Thing Notify und schicke bitte den Optype, den Type, was es war. Also das hier wäre Delete und das ist jetzt der Type, die ID und das Modify-Datum von der jeweiligen Row. Das Ganze auch für Update, also wenn es ein Update war, schicke das New Ding hin und wenn es ein Insert war, schicke auch das New Ding hin. Also Postgres-Function, ganz einfach. Oder so sehen wir einfach. Dann mache ich noch einen Trigger. Also after insert, update or delete on dieser Tabelle for each row ruft diese Methode auf. Also sobald ich irgendwas auf dieser Tabelle mache, wird jetzt jedes Mal dieser Trigger aufgerufen. Wenn ich jetzt in der Datenbank einfach ein Listen mache und dann ein Insert mache, kriege ich sofort diese Notification daher. Okay. Und selber auch beim Update. Jetzt ein kleines Beispiel von einem Perl-Worker, der das sozusagen auch abbaut, also auch abarbeitet. Das ist, war auch ein bisschen, also ich habe diesen Talk, wie gesagt, primär für, also das erste Mal von der Postgres-Konferenz gehalten, mit auch der Hidden Agenda, coolen Perl-Code und schönen Perl-Code herzuzeigen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen Baby-Perl-Code für euch, aber ja. Genau, also ich sage wieder dbh-do-listen auf diesem Channel. Dann habe ich da ein Event genommen, also eigentlich würde ich lieber AOI-Sync verwenden, aber aus irgendeinem Grund habe ich damals End-Event genommen, keine Ahnung. Wurscht, ist eh quasi gleich. Also ich sage hier, okay, mache ich einen Asynchron, einen Timer und jeweils einmal pro Sekunde ruft diesen Callback auf, der dann die Get-Notifications-Methode aufruft. Die Get-Notifications-Methode geht einfach her,
ruft dieses PG Notifies auf, das wir zuerst gesehen haben, also in einem Endless Loop While, ja, also solange da irgendwelche Notifications daherkommen, mach was, holt sich die Payload von diesem Return Value runter und macht dann Handle Notification, whatever. Ja, also tut dann irgendwas damit. Das interessiert uns jetzt gerade nicht. Ah, okay, interessiert uns doch. Ja. Ah, nicht wirklich. Also gut, es macht einen Split auf das Ding und dann do something. Ja. Ja, also relativ straightforward und einfach und ganz cool und irgendwie, ja. Funktioniert eigentlich relativ gut. Okay, nächstes Thema, Stupid Queries. Ah, da gibt es kein Bild dazu, also keinen Code. Also das ist ein anderes Projekt, das, da gibt es irgendwie so eine lange Liste von Kampagnen, ja, von irgendwelchen Gutscheinen und so Zeugs. Was man hier sieht, ist, dass sie irgendwie unterschiedliche Status haben. Das sieht man hier im Detail vielleicht ein bisschen besser. Also da geht es so teilweise um Gewinnspiele oder Coupons, wo man sagen kann, hast du teilgenommen, hast du nicht teilgenommen, kannst du nochmal teilnehmen, wie hoch ist deine Gewinnchance, wie viele Lose gibt es insgesamt, whatever. Also da gibt es einfach Zeugs. Ja. Und irgendwie haben wir diesen Status mal implementiert gehabt für ein Ding. Also wenn der User an diesem einen Ding teilnimmt, berechne bitte den Status von diesem einen Ding. Was ist vom Verhältnis User zu diesem, also von einem User zu diesem einen Ding. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, für die Liste, dann rufen wir einfach halt 50 Mal diesen einen Endpoint auf, weil den haben wir eh schon. Ja. Oh, keine gute Idee. Vor allem, weil die Liste relativ lang ist. Ja. Und dann irgendwie haben wir einen Haufen HTTP-Requests gehabt, urlangsam. Also man dachte, ah cool, machen wir halt einen neuen HTTP, also einen neuen Endpoint, wo wir das alles auf einmal hineinpacken können. Dann geben wir eine Liste von 10 IDs und das soll das bitte alles auf einmal machen. Haben immer noch den alten Per-Thing-Code verwendet. Und dann haben wir drauf gekommen, okay, das war kein HTTP-Overhead oder User-Installation, das war einfach diese wirklich steppete Query, die eine halbe Sekunde pro Ding braucht, weil sie relativ viel Zeugs macht, ja, und oft nicht eine sehr effiziente Art und Weise. Also das hat irgendwie 10, für 10 Dinge 5 Sekunden, Nginx hat gesagt, fuck off, Timeout, nicht so super, ja. Also haben wir dieses Ding mit einer anderen Query gemacht, sodass wir einen HTTP-Request machen können und sozusagen alles auf einmal irgendwie schneller in der Datenbank abarbeiten können. Und diese Query verwendet immer ein sehr cooles Feature, das ich erst relativ unlängst gerne genannt habe, nämlich Common Table Expressions oder With Queries in Postgres. CTEs heißen sie auch oft, also vielleicht schon mal gehört oder gelesen. CTEs, Common Table Expression. Ja. Okay. Also ich, was mir hilft, dass zu verschiedene CTEs sind sozusagen sehr temporäre Helper-Tabellen, die ich mal kurz sozusagen mir anlege für diese eine Query. Die werden existieren nur für die eine Query. Und damit kann man sozusagen hard things possible machen. Ja. Complex things doable. So, mit ein bisschen, also das ist ungefähr das Beispiel, auf dem das Ding basiert. Ich habe eine Kampagne, sie hat wieder eine ID und eine UID, Title, Type, Data, bla bla bla, valid from, valid until. Mehr oder weniger dasselbe wie vorher. Ich habe eine User-Campaign-Participation-Tabelle, wo gespeichert wird, welcher User an welcher Kampagne teilgenommen hat. Ja, also eine Verknüpfung zwischen User und Kampagne. Und die Fragen, die ich gerne beantwortet hätte in einem Go, welche Kampagnen sind gerade aktiv, expired oder pending? Also pending heißt, sind jetzt in 2 Tagen online. Hat der User schon, in welchen von diesen ganzen Kampagnen, die ich jetzt gerade auflese, hat dieser eine User schon teilgenommen? Wenn es ein Gewinnspiel ist, wie viele Lose hat der User schon bekommen von diesem Dings und wie viele Tickets gab es insgesamt? Okay? Also das Ganze halt in eine SQL-Query hineingepackt. Und dafür sind die CTEs großartig, weil jetzt kann ich einfach mit diesen einzelnen Queries sozusagen Schritt für Schritt durcharbeiten. Also die Query, welche Kampagnen sind gerade aktiv, ist im Prinzip dieses Ding hier. Also select hier mir die ID, wo valid from, also ja, okay, ist ein bisschen ein Ding. Ja, also das gibt den Status zurück. Ist irgendwie, ja, wurscht. Ist ein bisschen. Also das ist vielleicht auch ganz lustig, wo ich sage, wenn now kleiner ist valid from, dann ist es pending und das sind dann Booleans. Und auf die Art sozusagen kann ich dann einfach sagen, if is pending, dann ist das true oder false, je nachdem. Ja. Da sieht man auch ganz cool, also das ist eben dieses JSONB-Objekt, wo ich einfach sagen kann, geh in das Objekt rein und selektieren bitte den Field Points in diesem JSON-Objekt und ich kriege dann halt nur die Points zurück. Also ich kann das wirklich auch queryen und so Zeugs. Ich könnte auch sagen, wer Points ist größer als 10. Das ist ganz nett. Okay, also das ist aber eine einfache Query, die kann man irgendwie verstehen. Ja. Wie viele Tickets gibt es insgesamt? Auch nicht viel kompliziert, einfach ein Count auf die Dings, gruppiert nach Kampagnenpartizipation und limitiert auf nur die Gewinnspiele. Der Laserpointer ist hier. Okay, also kann man irgendwie auch halbwegs leicht verstehen. Wie viele Tickets hat ein spezieller User bekommen? Das ist ein spezieller Fall von, welche Kampagne der User schon teilgenommen. Also selektiere ich einfach ein Group by auf URD, wo der User halt der aktuelle User ist. Also wo ich mir den sagen kann,
dieser User hat an welchen Kampagnen teilgenommen und auch wie oft. Also auch das ist eine halbwegs verständliche SQL-Query für sich genommen. Und das kann man das Ganze mit diesen CTEs zusammentun, using Common Table Expressions. Das allgemeine Syntax ist with irgendeiner Name, as irgendeine SQL-Query, select values, also das unten ist eine ganz normale SQL-Query, mit dem einen Special, dass ich da sozusagen auf einmal hier diesen Sum-Name habe, den ich hier oben definiert habe, als wäre das quasi eine temporäre Tabelle, die ich hier angelegt hätte. Ja. Das Coole ist auch im Vergleich zu, wenn man kann diese Sachen oft auch einfach mit irgendwelchen semi-komplizierten Subqueries und so Zeugs machen, aber auf die Art ist das eine Selektion, die einmal gemacht wird und die dann für den Zeitraum der Query zur Verfügung steht. Und bei einer Subquery würde das ja quasi jedes Mal pro Row nochmal durchackern. Ja. Also je nachdem, aber nicht sehr effizient. Im konkreten Fall ist das dann sozusagen das hier, mit halt, wo ich die drei diese CTA, die CTAs zusammentue, zusammenjoin, fertig und dann ist es eine schöne Tabelle. Und ich kriege dann so ein Ergebnis wie das hier, wo ich sehe, okay, also das ist irgendein Coupon, da gibt es keine Gewinnspiele dran, das ist pending oder false, da hat er einmal teilgenommen, da gibt es 928 und der User hat einmal teilgenommen, hier gibt es insgesamt so viele und der User hat zweimal dran teilgenommen. Ja. Also eine schöne SQL-Query, zack, bam, und das kann ich auch leicht rendern und nachher ausgeben. Das ist auch ganz nett, das ist dann der Graph von den durchschnittlichen Request-Zeiten für diese eine Sache, ja, der hier von irgendwie 4 bis 5 Sekunden auf irgendwie 0, irgendwas runtergefallen ist. Ja. Yay! Okay, das ist, glaube ich, eh schon quasi das Letzte. Allerdings, haben wir noch Zeit, oder? Ja, okay. Okay. Auch ein bisschen kompliziert. Trees, also das ist noch ein anderes Projekt. Da geht es halt darum, eine Baumstruktur zu ermitteln. Also im Endeffekt geht es da um österreichische Volkshochschulen, die irgendwie gruppiert sind in relativ komplizierten Bundesland, Stadt und ich weiß nicht, was für Hierarchien, ist egal. Also das Beispiel hier ist, glaube ich, ist das Salzburg. Ja. Aus irgendeinem Grund ist das Bundesland Salzburg aufgeteilt in das Land Salzburg und die Stadt Salzburg und das Land Salzburg ist in unterschiedliche Gaue aufgeteilt. Und, also ist ein Tree. Ein Tree von Daten, wo es halt darum geht, dass die Volkshochschulen dann ihre sagen können, wie viele Leute haben jetzt daran teilgenommen, wie viele englischsprachigen Kurse haben sie gehabt, whatever, egal. Also, aber es braucht diesen blöden Tree. Trees sind, ich meine, ja, okay, also ich habe ja nie studiert oder sowas, also manchmal, das macht ein bisschen schwierig, solche, diese quasi einfachen EDV-Probleme. Auf jeden Fall kann man solche Trees relativ leicht mit, in der Datenbank mit Rekursion rausbekommen und Postgres Support, also hat eben Recursive Queries, was relativ cool ist. Und ich weiß gar nicht, das haben nicht viele andere Datenbanken mit diesem coolen Ding with Recursive. Also auch hier kann ich nicht sagen, dass ich wirklich schon hundertprozentig verdaut habe, das ganze Thema. Ja, es ist mehr so, als wäre ich so ein Zauberlehrling, der da im Spellbook vom Meister herumstiertelt und irgendwie das nachkocht und hofft, dass nicht nachher halt irgendwie die Besen alles kaputt machen. Ja. Ja. Die generische Form ist hier wieder with recursive, irgendein Name. Select hier zuerst mal sozusagen die Root Node oder die Root Nodes, also das Ding, das nicht recursive ist, sondern halt den Anfang, sage ich mal, den Entry Point in einer ganz normalen Query. Und das wird dann mit einer Union gejoint mit der recursive Query, die hier unten dranhängt, wo ich dann in diesem zweiten Dings diese Tabelle hier hineinjoinen kann. Meistens auf sich selbst quasi, ja. Und zum Schluss sage ich dann, weil das Ganze quasi eine CTA ist, selektiere mir alles, was ich gerade zusammengebaut habe. Okay. Haben wir noch was? Genau. Meistens, also das Standardbeispiel, das man sozusagen auch so findet, wenn man danach sucht, wie man diese Sachen machen kann im Internet, schaut so aus. Also ich habe hier ich selektiere mir die ID und den Parent, den Internal Name. Also ist wurscht, welcher Level, also wo bin ich gerade in meinem Baum und einem Pfad, also sozusagen sieht man nachher, okay, als Root Node und dann die Rekursion auf dasselbe Ding und dann zum Schluss lege ich mir alles dort. Man sieht es dann, glaube ich, hier besser. Okay, das ist die Kernselektion sozusagen, die nicht rekursiven Teil selektiert. Also ich habe hier eine Tabelle, die heißt Source und eine Tabelle, die heißt Source to Source. Also ist die Tabelle, die den Tree baut, also in der Source-Tabelle steht einfach drin ein Name, blablabla bla, bla von der Ding, also die einzelne Volkshochschule. Und Source to Source ist die Tabelle, die sagt, okay, die hat ein Feld Parent und ein Feld Child, wo drinnen steht, okay, die Volkshochschule X ist der Parent von der Volkshochschule Y. Ja. Und da sage ich, okay, ich möchte die eine Source, ich möchte den Parent von dieser Source haben, ich möchte den Internal nehmen, 0, weil ich
quasi ganz oben bin im Tree und den Internal Name als Beginn des Pfades selektieren. Von der Source, Left Join, Source to Source, das ist ja ganz normales SQL, wo die ID das Child ist. Für diesen einen konkreten Datensatz. Also das wäre jetzt zum Beispiel das Land Salzburg. Ja. Irgendwie halbwegs klar. Okay. Union, okay, that's easy. Und jetzt kommt sozusagen der zweite Teil, der jetzt die Rekursion durchführt. Wo ich wieder, ich selektiere jetzt hier den Child, den Parent, den Internal Name, das Level plus 1, ja, weil ich jetzt sozusagen das Level von vorher habe, plus 1 dazu, danke. Und dann für den Pfad konkateniere ich den alten Pfad mit dem aktuellen internen Namen dazu. Okay. Aus der Tree-Tabelle, join the source und ich joine nochmal den Tree. Und das hier ist sozusagen der Magic, der irgendwie macht, dass die Postgres weiß, worum es geht. Ja. Wie gesagt, Zauberlehrling und ich sage das mal nach. Es funktioniert, es ist Magic. Jedes Mal, wenn ich mich eine halbe Stunde mit beschäftige, glaube ich auch, wie ich verstehe, wie es funktioniert. Aber ja, wenn man dann wieder ein, zwei Wochen nicht reinschaut, ist es wieder so, what the fuck. Und ganz am Schluss selektiere ich dann sozusagen halt das ganze Zeug, was ich jetzt gerade hier mir zusammen gestoppelt habe. So schaut das im Endeffekt aus. Ja. Zahlt sich aus, Backslash E machen zu können, wenn man irgendwo ein Typo hat. Und das ist dann das Ergebnis von so einer Query. Ja. Also ich habe jetzt hier die einzelnen Einträge, die jeweils den Parent von dem Eintrag, wie heißt das Ding intern, was für ein Level ist es und der Pfad sozusagen in dem Baum. Ja. Und das kann ich jetzt nicht einfach nehmen als flache Liste ins HTML-Ding rendern, danke sehr, fertig. Ja. Oder halt was auch immer, wenn ich irgendwelche Berechnungen mit dem Baum machen mag. Gut. Okay, das, ja. Wahrscheinlich, aber ich glaube, das geht nicht immer. Also das Problem an der Rekursion ist, dass man im Endeffekt dann erst, glaube ich, hier wirklich gut sortieren kann. Ja. Ja, oder hat jemand, weiß jemand mehr dazu? Du hast kurz. Soweit ich weiß, will SQL nur ganz am Ende den Sortierteil haben. Das heißt, du kannst, also wenn ich es richtig verstehe, nirgendwo mittendrin sortieren, sondern quasi immer nur in der letzten Zeile deines SQLs sortieren letzten Endes. Ja, also ich weiß es, im konkreten Fall kann man nur hier unten die Orders dran schreiben, das habe ich schon rausgefunden. Ob es auch andere Möglichkeiten gibt, I don't know. Ja, ja, wo ich gerade das Mikrofon in der Hand habe. Eine Frage, du hattest Infinity erwähnt, gehabt als lustigen Wert. Ist das ein Postgres-spezifischer Datentyp oder ist das ein allgemeiner SQL-Datentyp? Also Wert? Weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, in der Postgres ist es ein ganz normaler Datenwert und ich glaube, dass es auch SQL-Standard ist. Aber ich bin nicht hundertprozentig sicher. Weiß das jemand zufällig? Ist Infinity SQL-Standard? Hm? Okay, da glaube ich einmal nicht. Also ich weiß nicht genau. Ja, okay. Gut, das ist ein Google away. Noch eine Frage? Ja. Also wenn du nicht noch was... Ich hätte noch eine Bonus-Slide, aber... Ach so. Ja, nein. Ansonsten zur CSV-Extraktion kann ich nur allen auch noch das Modul QueryLet ans Herz legen. Das kann nämlich CSV extrahieren, aber auch Excel-Dateien erzeugen und auch Tab-Separiertes und sowas. Und das benutze ich sehr viel für Reporting. Das ist ein Postgres-Modul, oder? Das kann mit allem DBI. Okay. Also es ist natürlich nicht so performant wie direkt aus der Datenbank CSV schreiben, aber... Okay. Ja. So, sonst noch, hat irgendjemand noch irgendwelche coolen Postgres-Features vielleicht, die er sagen mag? Okay. Es sind noch 5 Minuten Zeit. Noch ein paar Anmerkungen, die ich letztes Mal bekommen habe, die ganz interessant sind. Also das ist ein Notify zum Beispiel, das habe ich auch nicht gewusst. Da hat die Payload eine Maximallänge von 8000 Bytes. Ja, also da darf man nicht, also man kann jetzt keine quasi immensen Datenpakete hineinschicken. Alles was länger ist, einfach truncated und verschwindet. Ja, also.
das wäre, wenn das nicht wäre, gäbe es ein ganz cooles Ding. Es gibt so in der Postgres ein Ding, das heißt Row to JSON. Da kann ich einfach ein Select machen und das packe ich in ein Row to JSON ein und kriege dann einfach das Select Statement halt als JSON zurück. Und sozusagen die erste Idee war gewesen, dass man auch dieses, ich habe es gesehen, vielleicht diesem Trigger relativ kompliziert concatenate, diese ganzen Sachen. Und mit Row to JSON kann ich das einfacher machen, aber dann mit diesem 8000er Limit ist das wieder ein bisschen blöd. Aber, ja. Aber Row to JSON ist halt sonst auch ganz cool, wenn ich einfach nur irgendwas niemand mag und schnell Dinge an jemanden weiterreichen. Ja. Okay. Genau, und dann, das ist ein neues Feature in Postgres 9.5, also in der aktuellen Version. Skip locked heißt das. Also Postgres hat generell Row-Level Locking, das heißt, ich kann nicht nur eine ganze Tabelle locken, sondern ich kann auch sagen, ich möchte diese eine Row locken. Ja. Und ein neues Feature ist skipped locked, das heißt, ich kann quasi, was ich da angedeutet gehabt habe in der Job-Tabelle, mit dem is running, is bla 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 und so weiter und so fort. Das ist besser, wenn man das implementiert, indem man diese eine Row lockt, und zwar lock for update, glaube ich, heißt das. Und neu ist eben, wenn man eine Query macht mit skipped locked, kriege ich einfach alle Queries, also alle Rows zurück, die nicht gelockt sind. Das heißt, ich kann mir sozusagen, wenn ich jetzt in einem Fork bin oder so irgendwie, ja, locke ich die eine Tabelle. In einem anderen Prozess sage ich select alle, die gerade nicht gelockt sind und habe nie das Problem, dass ich in einer Transaction was locken mag und danach nicht und so weiter und so fort. Also das ist ganz cool. Also, habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich noch 9.5 noch nirgendwo produktiv im Einsatz habe, leider. Aber sie waren auf der Postgres-Konferenz alle total happy drüber und waren so, yeah, cool. Und dann gibt es dann noch ein Bonus-Ding, was mir jemand gesagt hat auf der Postgres-Konferenz. Typos aborting transactions. Also das kennt ihr sicher, oder ich kenne das. Also Typos haben wir schon gesagt, das ist ein großes Feature von mir. Also ich fange eine Transaction an. Also das ist ja auch, ich meine, also noch ein Klassiker natürlich, wenn ich jetzt in der Datenbank, in der Live-Datenbank sage, update user set is valid, is false, enter. Nicht so super, ja. Deswegen habe ich mir angewöhnt, solche Sachen immer, also wenn ich in einer Shell arbeite, vor allem auf dem Live-Server, fange ich mal mit Begin an, sicher ist sicher. Ja. Das Problem ist, wenn ich mich dann da drin vertippe, weil ich irgendwie statt Values Value schreibe oder irgend so einen Scheiß, ist die Transaction weg. Was bei so einem Ding wurscht ist, dann lasse ich es halt nochmal laufen. Wenn ich jetzt ein komplizierteres Ding mache und ich hab schon 3-4 Sachen gemacht und dann passiert mir so einen Scheiß, dann, fuck. Und die Postgres hat dieses Ding on error rollback interactive, das kann man setzen als Connection-Parameter. Also Backslash auf diese Art. Und dann kann ich Typos machen, so viel ich will, und die Transaction bleibt, also wird nicht gerollback. Ja. Sehr gut. Das hat mir der Florian Hellenberger gesagt, lustig, also, den ich auf der Postgres-Conf getroffen habe. So, das war es aber wirklich. Danke sehr. Okay.